Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Planet Alpha für die Switch. Wir befinden uns immer noch fast im Mittelpunkt der Erde, würde ich sagen. Oh, müssen uns ein bisschen beeilen, da kommt irgendwer, der uns abtasten will. Ja. Hier ist alles ein bisschen kristallin, wie man sieht. Ein bisschen beeilen, weil da sind echt ein paar Leute in der Nähe her. Oh. Versuchen wir auch abzuhauen, genau wie ich. Ui, der hört Glück gehabt. Ui, und fliegt. Werden gerade alle zerstört, man sieht. Na gut. Ja, auf jeden Fall lebt doch da irgendwas im Hintergrund. Da gibt es ja echt urzeitliche Viecher, die riesengroß sind. Okay, man kann nichts sehen. Man muss natürlich warten, bis wieder irgendwas kommt, was uns den Weg zeigt. Hier? Was aufhalten? Wirklich. Na los, zeig mir den Weg. Ich springe jetzt wieder ins Leere hier. Mann, es ist doof. Das ist wirklich so ein. Man muss teilweise echt Leere springen, weil einfach nichts funktioniert. Also, es ist zu wenig. Man muss Geduld haben, bis diese Schwebeviecher einen den Weg weisen. Ja, schon? Regen für mich? So, dann fliegt man da runter, aber ich sehe, wo ich hinspringen muss. Ja, die kleinen Plattformen soll ich glaube nicht raufhüpfen. Okay. Okay. Show me more. Besseren Weg. Kackeierst du mich? Der geht wieder hoch. Oh nein, ich hätte warten müssen, bis der Regen kommt. Ich hätte warten müssen, bis der Regen kommt. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder. Na gut. Sehr nervig. Warten müssen, bis der Typ. Sprungeinlagen hier. Du. Vielen Dank. Auf dich bitte noch mehr. Oh ne. Echt. Ach so. Muss ich warten, bis er das alles kaputt macht. Urzeitliches. Ja. Oh, vielleicht hochlaufen denn. Das wird für uns natürlich auch sein. Hey. Und ich?
gesehen, wo ich da, wo es noch einen anderen Ausweg gab. Ich muss darüber springen, glaube ich. Okay. Ich probiere es mal. Irgendwie funktionieren. Das ist doch Humbug. Ah nein! Ich hätte schon früher springen müssen. Ja, das kann sich nur um Stunden handeln. Okay, wieder eine andere Gegend. Sieht auch nicht so. Eieiei, sieht aber auch nicht so einladend aus. Okay, komm, jag sie mir weg. Er hilft. Ah, wie dumm. Aber vielleicht muss es auch darunter. Ahnung. Gehen wir mal weiter und gucken, was. Ist. Einer? Der kaputte Roboter. Gehen wir mal mit. Rechts. Können wir das Ding, glaube ich, benutzen? Brauche ich es jetzt noch? Geschossen? Schießen? Ach. Was kommt da? Unten? Okay, jetzt kann ich mich da oben zu treffen. Vorstellen. Sehen. Dass ich das ja clever.
Okay, okay. Mal lass mal drauf kommen. Das geht eben mehr zu. Oh. Irgendwann Viecher mehr. Nicht nur ein Viech, ganz viele Viecher. Alter, wie viele Viecher sind denn hier? Okay, ja, ich springen müssen, wer später springt. Aber schon ganz schön viele Viecher, ne? Bringt die Switch auch so ein bisschen in die Knie, merkt man so ein bisschen. Oh, ist das dumm. Oh, da haben sie mich gefressen. Nein, warum springe ich da jedes Mal? Die springen sollen nicht. Ach, Gott. Mal. Ihr könnt mal mitziehen, wie viele Tode ich gestorben bin in diesem Spiel. Aber ich bin schon bei 100, mindestens. Wenn nicht sogar mehr. Und so? Ah ja, was ist jetzt? Also die Perspektive einfach mal. Tiefer. Mal schneller. Weiß ich nicht, wo. Ein Ozean. Was passiert? Das ist an. Bin ich durchs Wasser durchgefallen? Wirken lassen. Ja, psychedelischer Trip. Dich daran, würde ich sagen. Kann ich nichts machen. Hm.
Frage. Warum geizen sie ja nicht hier? Ob du weißt, wo es lang geht? Jetzt? Umschweben? Bisschen abgespaced. Das ist vielleicht der Mittelpunkt dieser Welt. Man weiß es nicht. Direkt so reinblinken? Kann ich nicht. Ich möchte gerne wissen, was für ein Kraut die Leute geraucht haben, die das programmiert haben. Da will ich auch was von haben. War es bestimmt genauso aus? Erklären Sie mich jetzt zum Herrscher dieser Welt? Kriegt waren alles geschehen. Wo ist denn der Sinn des Spiels? Ich habe ziemlich viel Elektroschrott gesammelt. Ob sie mich gestört haben. Zwei. Die Welt stirbt. Man hat teilweise gar keine Zeit, sich das Ganze anzuschauen, weil man ja am Rennen ist. So dumm. Gut. Fähigkeiten sind doch nicht ganz weg, die brauchen wir doch nochmal zwischendurch. Der blöde Typ, der mich... Ah!
Hammer, da habe ich auch schon beide Arme gefetzt. Und einmal wieder zu mir. Ziel ist er. Nein, der hätte sich Buhmann machen müssen. Oh, hat er mich echt mit dem Laserstrahl erwischt. Ja. Der dumme Wichser. Egal. Und den er entkommen. Kriegt er mich nicht. Ah, okay. Na gut. Dann hier machen wir eine kleine Verschnaufpause und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.